Zwei Freundinnen beschlossen, mit ihren Rollern zum Laden zu fahren, um sich etwas Leckeres zu gönnen. Doch dieser einfache Ausflug führte zu einer Tragödie, die viele erschütterte. Im Laufe der Jahre nahm der Fall viele unerwartete Wendungen, die manchmal schwer zu verstehen waren. Das Ende dieser Geschichte war völlig unvorhersehbar. Michaela Garecht wurde am 24. Januar 1979 in Oakland, Kalifornien geboren. Sie war das lang ersehnte erste Kind der Familie. Die Eltern versuchten 5 Jahre lang ein Kind zu bekommen, bevor es ihnen gelang. Kurz nach Michaelas Geburt wurde die Familie um 2 weitere Kinder erweitert und zog in die ruhige Vorstadt von Hayward. Dieser Ort war ruhig und ideal für das ruhige Leben einer großen Familie. Michaela war ein fröhliches Kind, spielte gerne mit ihrem Bruder und ihrer Schwester und verbrachte viel Zeit mit ihrer besten Freundin Katrina. Die Mädchen wohnten fast gegenüber und trafen sich daher oft und spielten in der Nähe ihrer Häuser. Am 19. November 1988 rannten sie und Katrina zwischen ihren Häusern hin und her, probierten verschiedene Kostüme für eine Schulaufführung an. Beide waren in bester Stimmung, da die ersten Ferientage zum Erntedankfest begonnen hatten. Um etwa 10 Uhr morgens gab Catherines Vater ihr 5 Dollar, damit sie Süßigkeiten kaufen konnte. Die Mädchen, voller Begeisterung, gingen zum Haus von Michaela, um ihre Mutter um Erlaubnis zu bitten, zum nächsten Geschäft zu gehen, das weniger als 1 Kilometer entfernt war. Michaelas Mutter stimmte widerwillig zu, da die Mädchen vorher nie ohne Erwachsene oder ältere Freundinnen zum Laden gegangen waren. Doch nach Michaelas hartnäckigen Bitten gab sie die Erlaubnis, unter der Bedingung, dass sie nach dem Einkauf sofort nach Hause zurückkehren würden. Michaelas Mutter sorgte sich immer um ihre Sicherheit, da Michaela ihr erstes und lang ersehntes Kind war, dessen Geburt die Eltern als Wunder betrachteten. An diesem Tag entschied die Frau, dass nichts Schlimmes passieren würde, da das Geschäft nur wenige 100 Meter vom Haus entfernt war und die Mädchen vorhatten, mit ihren Rollern hinzufahren. Michaela rannte zu Catherine, um 2 Roller zu holen, ihren und den ihres Bruders. Die Freundinnen gingen zum Geschäft, stellten die Roller in der Nähe ab und gingen hinein, um einzukaufen. Als die Mädchen aus dem Geschäft kamen, begannen sie zu reden und vergaßen die Roller. Sie gingen nach Hause, erinnerten sich aber schnell an die Roller und kehrten an den Ort zurück, wo sie sie abgestellt hatten. Zu ihrer Überraschung war Michaelas Roller nicht mehr da. Sie dachten, jemand könnte ihn woanders hingestellt haben und beschlossen, die Gegend um das Geschäft zu durchsuchen. Michaela ging entlang des Parkplatzes und bemerkte bald ihren Roller neben einem Auto, das in der Nähe geparkt war. Sie ging darauf zu, doch nach ein paar Sekunden hörte Catherine ein lautes Geräusch. Catherine rannte zurück und sah, wie ein unbekannter Mann versuchte, mit Michaela wegzufahren. Der Mann setzte sich schnell hinters Steuer und fuhr davon. Schockiert rannte Catherine in den Laden und erzählte der Verkäuferin, was passiert war. Die Verkäuferin rief sofort die Polizei und die Beamten waren innerhalb weniger Minuten vor Ort. Dann rief sie Michaelas Vater an und berichtete, was geschehen war. Michaelas Vater kam sofort mit Catherines Vater zum Geschäft, wo die Ermittler bereits arbeiteten. Er sagte seiner Frau auch, sie solle zu Hause neben dem Telefon bleiben und auf einen Anruf der Polizei warten. Die Ermittler standen vor vielen Aufgaben. Es stellte sich heraus, dass es in der Nähe des Geschäfts keine Überwachungskameras gab und die einzige Zeugin Catherine war, die unter Schock stand und kaum sprechen konnte. Daher nahm ihr Vater sie mit nach Hause. Die Beamten sprachen auch mit der Kassiererin des Geschäfts, die erste wichtige Informationen gab. Die Frau erzählte, dass kurz vor dem Vorfall ein verdächtiger Mann vor dem Geschäft war, der parkte und aus dem Auto stieg, aber nicht hineinging. Ein Mann ging, anstatt ins Gebäude hineinzugehen, um das Gebäude herum, schaute durch die Fenster und beobachtete die Passanten. Die Kassiererin bemerkte sein verdächtiges Verhalten und dachte, dass er etwas Böses im Schilde führte. Ihrer Aussage nach war es ein weißer Mann, etwa 30 Jahre alt,
mit einem großen Schnurrbart. Er fuhr ein altes, dunkelrotes Auto, aber sie konnte das Modell und das Kennzeichen nicht erkennen. Aufgrund ihrer Angaben erstellte die Polizei ein Phantombild des Verdächtigen und verbreitete es in allen Zeitungen und Fernsehsendern. Von Anfang an verbreitete sich die Nachricht über den Vorfall in der Stadt und darüber hinaus. Die Menschen waren schockiert, dass so etwas mitten in der Stadt am helllichten Tag passieren konnte. Die Beschreibung des Mannes und seines Autos wurde an Hunderte von Streifenpolizisten im ganzen Bezirk weitergegeben, die dann begannen, alle ähnlichen Autos anzuhalten, in der Hoffnung, Michaela zu finden. Die Ermittler schickten den Roller zur kriminaltechnischen Untersuchung in der Annahme, dass der Verdächtige Michaela und Katrina bemerkt haben könnte, als sie zum Laden fuhren und absichtlich einen der Roller zur Hintertür seines Autos brachte, um seinen Plan umzusetzen. Auf dem Roller könnten seine Fingerabdrücke geblieben sein. Die Kriminaltechniker bestätigten diese Vermutung, indem sie einen Abdruck fanden, der zu keinem der Familienmitglieder von Katrina gehörte und eindeutig nicht zu Michaela passte. Das Problem war jedoch, dass der Abdruck unvollständig war. Den Experten gelang es, nur etwa 10% des gesamten Abdrucks zu nehmen, was die Aufgabe erheblich erschwerte. In jenen Jahren reichte dies nicht aus, um in Datenbanken zu suchen, und die Polizei konnte nur auf einen direkten Vergleich mit Verdächtigen hoffen. Am Abend schaltete sich das FBI in die Untersuchung ein. In Hayward und den umliegenden Städten häuften sich die Fälle von verschwundenen Personen und sie vermuteten sofort einen Zusammenhang mit diesem Fall. Trotz der Beteiligung des FBI und der aktiven Berichterstattung in den Medien konnten sie der Lösung des Falls nicht näher kommen. Eltern von Michaela waren sehr traurig, besonders ihre Mutter, die sich für das Geschehene verantwortlich machte. Sie erinnerte sich an ein seltsames Detail, das sie beunruhigte. Eine Woche vor dem Verschwinden wachte sie früh morgens auf und sah ihre Tochter am Esstisch in der Küche. Das war ungewöhnlich, da das Mädchen normalerweise nicht so früh aufstand. Auf die Frage ihrer Mutter, warum sie nicht schlafe, antwortete Michaela, dass sie ein Gedicht schreibe, aber keine Details nannte, da sie sehr schläfrig war. Nach einigen Fragen der Mutter erklärte sie, dass sie durch ein Geräusch auf dem Dachboden geweckt wurde und beschloss, ein Gedicht über Menschen zu schreiben, die auf Dachböden festsitzen. Michaela fügte hinzu, dass ihr Werk denjenigen gewidmet sei, die dort viel Zeit verbringen. Die Mutter war damals überrascht, dies von ihrer Tochter zu hören. Aber nach ihrem Verschwinden schien es etwas Mystisches zu sein. Die Frau kam zu dem Schluss, dass Michaela, ohne es zu wissen, ihr eigenes Schicksal vorhersagte. In den ersten 2 Tagen nach dem Verschwinden tat die Polizei alles, um den Verdächtigen oder sein Auto zu finden und durchkämmte die Stadt, aber ohne Erfolg. Dann erinnerten sie sich an Katrina, die vor Schock kaum aussagen konnte. Nach 2 Tagen der Suche entschieden sie, dass es an der Zeit war, zu ihr nach Hause zu gehen. Dort wartete eine unerwartete Wendung auf sie. Katrina, die den Vorfall und die Person gesehen hatte, gab eine völlig andere Beschreibung ab. Ihrer Aussage nach war es ein junger Mann, etwa 20 Jahre alt, mit langen, blonden und schmutzigen Haaren bis zu den Schultern und Akne im Gesicht. Das Mädchen bemerkte auch seine blauen Augen, die ihr wie die eines Fuchses erschienen. Sie erinnerte sich auch an Merkmale des Autos, eine beigefarbene Limousine mit geraden Form und vielen Beulen. Die Polizisten erkannten, dass die Kassiererin die Beschreibung einer anderen Person gegeben hatte, die sich in der Nähe des Ladens verdächtig verhalten hatte. Katrina hingegen beschrieb einen völlig anderen Mann und ein anderes Auto, was ein ernstes Problem für die Ermittlungen darstellte. Aufgrund dessen hatten sie ein falsches Phantombild an alle Medien und Streifenpolizisten geschickt, wodurch alle nach der falschen Person suchten. Diese Fehler geschahen in den ersten 48 Stunden, der wichtigsten Zeit für die Aufklärung des Falls. Basierend auf Katrinas Beschreibung wurde ein neues Phantombild erstellt und erneut verschickt. Die Polizei begann auch Männer mit Vorstrafen in dieser Gegend zu durchsuchen. Dutzende Freiwillige schlossen sich der Suche an, durchkämmten Häuser und befragten die Bewohner. Tausende Flugblätter mit Michaelas Foto und einer Beschreibung der Situation wurden verteilt.
Allein in den ersten Tagen wurden 42.000 Flugblätter verteilt. Einige Tage später erhielten sie den ersten wichtigen Hinweis. Drei Personen, die in den großen Nationalpark in der Nähe der Stadt wanderten, nahmen Kontakt zur Polizei auf. Die erfahrenen Wanderer bemerkten Spuren auf dem Boden und erkannten, dass ein paar Schuhe einem Erwachsenen und das andere einem Kind gehörte. Als sie diesen folgten, fanden sie eine Decke und leere Fastfood-Verpackung mitten im Wald. Die Polizei vermutete, dass die Spuren zu Michaela gehören könnten. Ein psychologisches Profil, erstellt von FBI-Experten, deutete ebenfalls darauf hin, dass der Täter wahrscheinlich einen möglichst abgelegenen Ort wählen würde, wenn man die Größe des Parks und seine Nähe zur Stadt berücksichtigt. Dieser Ort passte perfekt zu dieser Theorie. Die Ermittler beschlossen, den Park mit allen verfügbaren Ressourcen zu durchsuchen. Sie durchkämmten das Gebiet zu Fuß, während Hubschrauber mit Wärmebildkameras das Gebiet aus der Luft absuchten. Diese Maßnahmen brachten jedoch keine Ergebnisse. Sie konnten weder Michaela noch irgendwelche Beweise finden. Die Polizei durchsuchte weiter andere Parks, Berge und abgelegene Orte, aber ohne Erfolg. Gleichzeitig gingen aufgrund der landesweiten Berichterstattung über den Fall eine enorme Menge an Hinweisen ein. Allein im ersten Monat der Ermittlungen gingen etwa 4.000 Hinweise ein. Die Ermittler versuchten, jeden einzelnen davon zu überprüfen, was äußerst schwierig war. Besonders intensiv wurde der Fall in San Francisco und den umliegenden Städten diskutiert. Sogar bekannte Sportler richteten Aufrufe an die Öffentlichkeit und baten um Informationen zur Unterstützung der Polizei. Bald wurde eine erhebliche Belohnung in Höhe von $70.000 angeboten und Michaelas Foto erschien auf 1 Million Milchpackungen im gesamten Bundesstaat. Trotz der breiten Beteiligung der Gesellschaft und der Vielzahl von Hinweisen konnten die Ermittler keine Fortschritte erzielen. Ende Dezember, 1,5 Monate nach Beginn der Suche, räumte die Polizei ein, dass das einzige Ergebnis darin bestand, dass mehrere tausend Hinweise überprüft wurden. Seitdem blieb die Situation unverändert. Über viele Monate hinweg erhielt die Polizei weiterhin zahlreiche Hinweise und ging diesen nach. Selbst die Mutter des Mädchens führte eigene Ermittlungen durch, indem sie ähnliche Fälle studierte und versuchte herauszufinden, wer das Verbrechen begangen haben könnte. Alle hofften, dass der Fall gelöst und Michaela nach Hause zurückkehren würde. Im Jahr 1991 richteten die Ermittler ihre Aufmerksamkeit auf Timothy Binder, der damals 43 Jahre alt war. Mit jedem neuen Detail über ihn zeichnete sich ein immer beunruhigenderes Bild ab. Schon vor der Geschichte mit Michaela war dieser Mann bereits im Visier der Polizei. Sie bemerkten, dass er vielen Mädchen Geschenke, Briefe und Geld schickte. In einigen Briefen standen Bibelzitate mit unterstrichenen Sätzen wie »Ich habe dich gewählt« und »Sei bei mir«. Einige Eltern der Mädchen wandten sich an die Polizei und Binder wurde befragt. Er behauptete, er wollte nur freundschaftliche Beziehungen aufbauen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass er im Jahr 1985 aus dem Sozialdienst in Colorado entlassen worden war, weil er Adressen und persönliche Informationen von Kunden gesammelt hatte, denen er später Geschenke und Briefe schickte. Die Polizisten durchsuchten seinen Van und fanden viele Fotos und Bibelausschnitte, die im Innenraum verteilt waren. Es stellte sich heraus, dass der Mann bereits festgenommen worden war, weil er jemanden in seinen Van einladen wollte, aber es wurden keine Anklagen erhoben. Binder besuchte auch häufig Friedhöfe und verbrachte dort viel Zeit. Noch beunruhigendere Fakten kamen ans Licht, als bekannt wurde, dass ein halbes Jahr vor dem Fall Michaela ein Mädchen namens Amber in der Nähe ihrer Stadt verschwunden war. Binder nahm Kontakt zu ihrer Mutter auf, bot Hilfe an und besuchte sie oft zu Hause. Er schrieb auch einen Brief an die Polizei, in dem er voraussagte, was bei der nächsten ähnlichen Straftat ungefähr mit wem passieren könnte. Einige Monate später bestätigte sich dies im Fall Michaela. Mit Beginn der Suchaktionen rief Binder häufig bei Michaelas Mutter an, besuchte sie zu Hause und bot Hilfe an. Im Dezember 1988 schickte er eine Weihnachtskarte an einen FBI-Profiler
auf der ein Mädchen vier Finger zeigte. Einige Wochen später erriet er erneut das Alter des nächsten vermissten Mädchens. Trotz der Reihe von seltsamen Fakten, die zu indirekten Beweisen führten, erhielten die Ermittler einen Durchsuchungsbefehl für sein Haus, in dem er mit seiner Frau lebte. Sie fanden jedoch keine Beweise, die ihn mit den Verbrechen in Verbindung brachten. Als Informationen über Binders verdächtiges Verhalten in die Zeitungen gelangten, begann die Öffentlichkeit, ihn für alle ähnlichen Fälle in der Stadt verantwortlich zu machen. Dies erschwerte sein Leben und er verklagte mit seiner Familie die Stadtbehörden wegen Verleumdung und gewann den Prozess. Die Polizei überwachte ihn noch mehrere Monate, kam jedoch schließlich zu dem Schluss, dass sie ihn mit keinem Verbrechen in Verbindung bringen konnten. Einige Ermittler glaubten, dass sein Verhalten zwar seltsam, aber nicht gefährlich war. Infolgedessen konzentrierte sich die Polizei auf die Suche nach anderen Verdächtigen. Ein neuer, ernsthafter Hinweis tauchte erst im Dezember 1992 auf, 4 Jahre nach dem Fall Michaela. Ein Insasse aus Indiana, der eine 11-jährige Haftstrafe verbüßte, kontaktierte die Polizei und behauptete, er wisse, wer dieses Verbrechen begangen habe. Er erklärte, dass er geholfen habe, Beweise in dem Park zu verstecken, in dem später Spuren gefunden wurden. Zuerst schenkten die Ermittler dem keine Beachtung. Aber der Insasse schrieb einen Brief an eine der führenden Zeitungen in San Francisco. Nach der Veröffentlichung seiner Geschichte wurde die Polizei heftig kritisiert. Unter dem Druck der Öffentlichkeit beschlossen sie, den Insassen doch zu verhören, der versprach, nicht nur den Standort der Beweise zu zeigen, sondern sie auch zum Schuldigen zu führen. Er wurde nach Kalifornien gebracht und begab sich zusammen mit Natsiazi, mit der Star, der A, Poslaik, Zai hier, Quakazai an den Ort. Der Insasse behauptete, die Beweise seien auf einem Gladiolenfeld vergraben und die Beamten konzentrierten alle ihre Bemühungen auf dieses Gebiet. Die Suche dauerte von 8 Uhr morgens, bis der Insasse plötzlich zugab, dass er alles erfunden hatte. Er erklärte, er habe der Familie von Michaela Trost und die Möglichkeit geben wollen, weiterzumachen. Stattdessen wurden die Angehörigen des Mädchens und die Polizei wütend. Der Insasse erhielt zusätzliche 6,5 Jahre Haft, wodurch seine Strafe auf fast 20 Jahre verlängert wurde. Außerdem wurde er verpflichtet, der Familie von Michaela eine Entschädigung in Höhe von $6.000 zu zahlen. Der nächste Verdächtige tauchte im August 2000 auf. Die Polizei verhaftete Curtis Anderson, der eines ähnlichen Verbrechens verdächtigt wurde, das 1 Jahr zuvor in Vallejo begangen worden war. Er gestand seine Schuld und wurde ins Gefängnis geschickt. Aber die Ermittler vermuteten, dass er auch in andere Fälle verwickelt sein könnte. Dies wurde 7 Jahre lang nicht bestätigt, bis Curtis das FBI kontaktierte. Der Mann, der an schweren gesundheitlichen Problemen litt, erklärte, er wolle weitere Verbrechen gestehen. Seinen Angaben zufolge war er an 13 weiteren Vorfällen beteiligt, die zu verschiedenen Zeiten stattfanden. Einer davon betraf Amber, die 1/2 Jahr vor Michaela verschwunden war. Curtis gab genügend genaue Details an, sodass die Ermittler zu dem Schluss kamen, dass er tatsächlich damit zu tun hatte. Allerdings war es nicht möglich, seine Schuld zu beweisen, da keine physischen Beweise gefunden wurden. Was Michaela betrifft, bestritt Curtis seine Beteiligung, obwohl er in jenen Jahren ein Auto fuhr, das der Beschreibung von Katrina entsprach. FBI-Agenten planten, die Verhöre fortzusetzen, hatten jedoch Schwierigkeiten mit Curtis. Ein neuer Verdächtiger tauchte im Jahr 2012 auf. Die Polizei erhielt Informationen von einem Insassen, der behauptete, sein Zellengenosse, Loren Herzog, sehe dem Phantombild des Verdächtigen im Fall Michaela sehr ähnlich. Die Ermittler zeigten Interesse, da Loren und sein Komplize bereits wegen anderer Verbrechen im Gefängnis saßen. Sie wurden in 19 Fällen verdächtigt. Aber nur einige davon konnten bewiesen werden. Einen Monat bevor Lorens Zellengenosse zur Polizei ging, war Loren dasselbe passiert wie Curtis. Aber die Ermittler entschieden dennoch, seine Beteiligung zu überprüfen. Junge Fotos von Loren sahen tatsächlich dem Phantombild ähnlich. Aber zusätzliche Beweise waren erforderlich.
Es wurde beschlossen, einen Brunnen auszugraben, in dem Lauren und sein Komplize Beweismittel versteckten. Sie fanden mehrere tausend Gegenstände, die von Experten untersucht wurden. Es stellte sich heraus, dass diese Beweise mit den Fällen von 5 anderen Mädchen zusammenhingen. Aber keiner von ihnen entsprach den DNS-Proben von Michaela. Nach der Untersuchung weiterer Brunnen fanden die Polizisten erneut keine Beweise für Lorenz' Beteiligung. Ein neuer Hinweis tauchte im Jahr 2018 auf. David Mitch wurde eines Verbrechens beschuldigt, das im Jahr 1986 in der Nähe von Michaelas Wohnort begangen wurde. Verdacht auf Mitch fiel dank moderner DNS-Analysetechnologien. Nach dem Vorfall wurde unter den Nägeln von 2 Mädchen biologisches Material gefunden, das damals nicht untersucht werden konnte. Erst in unserer Zeit wurde eine Analyse durchgeführt, die Mitch mit diesen Fällen verband. Zum Zeitpunkt der neuen Anschuldigungen befand sich Mitch bereits im Gefängnis. Die Ermittler beschlossen, seine Beteiligung am Fall Michaela zu überprüfen. Sie fanden heraus, dass David zum Zeitpunkt des Vorfalls im selben Gebiet war. Er passte auch zur Beschreibung von Katrina und besaß ein ähnliches Auto. Da seine Fingerabdrücke in der Datenbank waren, entschieden sich die Experten, den teilweisen Abdruck vom Roller von Michaela erneut zu untersuchen. Obwohl der Abdruck nur 10% des Ganzen ausmachte, gelang ihnen mit modernen Technologien ein Durchbruch in dem Fall. Der Abdruck vom Roller stimmte vollständig mit Mitchs Fingerabdrücken überein. Im Jahr 2020 wurde ein Mann schwer angeklagt, da die Hoffnung, Michaela zu finden, fast erloschen war. Er weigerte sich kategorisch, seine Schuld anzuerkennen, und der Fall wurde vor Gericht gebracht. Anfang 2023 fanden Voranhörungen statt, bei denen der Richter entschied, dass die Beweise gegen Mitch ausreichen, um den Prozess zu starten. Mitchs Anwalt versuchte, die Beweise anzufechten und behauptete, dass der Fingerabdruck auf dem Roller nicht die Beteiligung seines Mandanten an dem Verbrechen beweise. Diese Behauptung schien jedoch fragwürdig, da der Roller absichtlich an der Hintertür des Autos platziert wurde, um einen falschen Eindruck zu erwecken. Der Anwalt bestritt auch die Anklage ersten Grades und erklärte, dass das Fehlen von Schlüsselbeweisen das Fehlen von Beweisen bedeute. Aber diese Behauptung ist heute nicht mehr relevant. Früher waren solche Anklagen ohne Schlüsselbeweise selten. Aber heute hat sich der Ansatz geändert. Wenn genügend indirekte Beweise vorliegen, kann man fast sicher sein, dass ein tragisches Ergebnis vorliegt. Außerdem zeigte Mitch sein ganzes Leben lang eine Neigung zu Straftaten. Der Vater des Mädchens reiste aus einem anderen Bundesstaat an, um an der Pressekonferenz teilzunehmen, auf der die Verhaftung von Mitch bekannt gegeben wurde. Michaelas Mutter, die all die Jahre gehofft hatte, ihre Tochter zu finden, konnte aufgrund schwerwiegender gesundheitlicher Probleme nicht kommen. Sie konnte nicht an der Gerichtsverhandlung teilnehmen, dankte jedoch den Ermittlern für ihre Beharrlichkeit und die Wahrheitsfindung, trotz der langen Jahre. Die Polizei erklärte, dass sie weiterhin nach Schlüsselbeweisen suchen werde und bot eine Belohnung von $10.000 für jede nützliche Information an. Bald soll der Prozess gegen Mitch beginnen, der 3 Fälle umfasst. Den Fall Michaela und 2 Mädchen, unter deren Nägeln seine DNS gefunden wurde. Zunächst plante die Anklage, eine strenge Strafe zu verhängen. Aber dann änderte sich in dieser Gerichtsbarkeit der Bezirksstaatsanwalt. Die neue Staatsanwältin Pamela Price änderte die Entscheidung. Jetzt droht Mitch, selbst wenn er in allen 3 Fällen schuldig gesprochen wird, keine lebenslange Haftstrafe mehr, sondern nur noch einige Jahrzehnte Gefängnis. Diese Entscheidung sorgte bei den Angehörigen für Unmut und wurde in den Medien zu einem kontroversen Thema. Und der einzige Unterstützer war Mitchs Anwalt. Allerdings, da der Mann bereits 62 Jahre alt ist, hat er wenig Chancen, aus dem Gefängnis zu kommen.